Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge hat der König der Schatten Santor bei der Quelle des Lichtgeistes gewartet und hat uns ziemlich übel zugesetzt, vor allem Midna. Und wir mussten zu Prinzessin Zelda abhauen, damit ja, Midna das in der lichten Welt jetzt überleben kann. Und das hat sie getan. Hat ihre Kraft auf sie übertragen. Ist dann selber aber verschwunden. Wohin? Naja. Seht's euch an. Da hinten hin. Aber okay, wir sollen jetzt aus dem Wald von Firone das Lichtschwert. Das Masterschwert holen. Firone. Wald Nord, Wald Süd. Ich glaube, Wald Nord ist richtig, ja? Also auf geht's. Sobald wir das Masterschwert haben, haben wir auch freie Auswahl, ob Mensch oder Wolf. So, hier. Oh. Kleiner Affe schon wieder. Oh nein. Was? Ih. Ich erinnere mich gerade ein bisschen an The Evil Within. Aber okay. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griffen mich plötzlich diese Kerle von eben an. Was mag in diesem Wald nur sein? Tja, was wohl? Das, was wir suchen vielleicht, ne? Wenn man diesen Abgrund überwindet, gibt es noch einen Wald. Wie wär's, Link? Sollen wir uns mal ansehen? Immer noch. Ah, hier gibt es wieder diese hässlichen Fledermäuse. So. Los, dreh dich. Falsche Richtung. Okay. Oh, 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 oh. Los, 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 los. Hopp, 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 hopp. Gut. Oh. Wieder ein okkulter Felsen. Das klingt nach der Kantate des Lichts. Na, ja, also mehr dürftig hat's noch geklappt. Ja, Ocarina of Times Kantate des Lichts war hier zu hören. Ja, na gut, es ging noch gut. Eine der okkulten Künste. Und wo wartest du auf mich? Hä? Ah ja. Am südlichen Tor von Hyrule-Stadt. Alles klar. Okay. Gut, gut.
Könige Hain. Schon wieder? Aber diesmal, glaube ich, hat das nichts mit den okkulten Künsten zu tun. Ja, das klingt mir nach Zeldas Wiegenlied. Okay, falls wir das noch öfter jaulen müssen, werde ich das mal skippen, sofern ich es kann. Oh, hallo Horror Kid. Oder Skull Kid, wie es auf Englisch heißt. Du befehligst diese Viecher. Hätte mich eigentlich nicht wundern sollen. Solche creepy Gesichter, die haben. Oh. Lass mich doch in Ruhe. Oh, schön wieder. Verlorenen Wälder hier zu hören. Oh Gott. Müssen wir erstmal da lang, ja? Ah, ich höre ihn. Da bist du. Wo geht's denn hin, ja? Kleiner Zwerg. Aua. Das reicht's. Ah, hier. Okay. Das ist immer so eine Sache, den zu finden. Hier ist zu. Shit. Meine Güte, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Blöden Viecher hier. Ich von hier jetzt... Nee, von hier bin ich nicht gekommen. Ah, ich höre ihn. Okay. Wow. Also Link, auf normalem Wege schaffst du das nie. Wenn du einen Bannkreis machst, du alle auf einmal fertig. Ja, die Technik nutze ich doch schon. Ach, da oben ist er. Okay. So klappt es doch auch. Erwischt. Spielen mit einem Horror-Kit, also echt. Jetzt hätten wir noch nicht genug zu tun. Laufe ich jetzt richtig oder falsch? Okay, sieht aus wie falsch. Jetzt wieder zu verflucht. Muss es wohl doch hier lang sein. Oh. Die Wand ist zu.
Ah. Okay. Alter. Oh, Kid, gehst mir ganz schön auf die Nerven, du. Ah, und jetzt hier hoch, alles klar. Heiliger Hain, das klingt eher nach verlorene Wälder hier. Und sie benehmen sich auch wie verlorene Wälder. Erwischt. Auch wenn ich, glaube ich, unten gelandet bin. Ah. Okay, habe mich noch an der Kante festgehalten, aber trotzdem... Hier lang also. Ah ja. Okay, ich glaube, solange die Viecher jetzt da sind, ist er sehr aufmerksam und haut ab, sobald wir uns ihm nähern. Wir müssen das irgendwie so hinkriegen, dass er damit beschäftigt ist, neue zu rufen und ihm dann schnell eine verpassen. Haha, genau so. Und jetzt? Aha. Einmal noch, ja? Uiuiui, ui, ui, jetzt ruft aber viele hier. Hohoho. Er ruft jetzt schon. Ah. Okay. Na, hast du genug? Fang mich doch. Oh. Eieieiei, immer diese Spielchen. Triforce auf dem Boden. Müssen wir wieder Zeldas Wiegenlied jaulen. Ja, okay. Wow. Immerhin ein roter. Aber unsere Börse ist fast voll. Was höre ich denn hier? Ah! Da oben haben wir schon wieder eins von diesen goldenen Insektendingern. Mhm. Und hier ist, ja. Hier kommt nur ein Mensch weiter. Okay. Aber immerhin. Gut. Fangen wir an zu jaulen. Mir das bitte skippen, danke. Oh je. <yeah. lacht> Tut mir leid, Leute. Frosch im Hals. Okay. Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den Heiligen Hain verschlossen. Oh Gott, Rätsel.
Also einer folgt meinen Bewegungen, der andere spiegelt sie. Okay. Ja, ich muss jetzt hier natürlich nur ein bisschen. Ein bisschen rumexperimentieren. Ja, ich glaube, das wird nix. Nee, der springt auf uns drauf, so klappt's nicht. Na gut. Ich glaube, ich habe das vielleicht auch falsch angefangen. Erst nach rechts vielleicht, hm? Jetzt mache ich doch genau denselben Mist. Okay, das ist gar nicht so einfach. So, jetzt stehen die da in der Mitte. Okay, das könnte so klappen. Vielleicht. Ja, jetzt nur. Ah, nein, verflucht. Jetzt ist einer wieder nicht drauf. Verflucht. Ich hasse dieses Rätsel. Okay. Aha. Jetzt konnten sie sich beide nicht rühren. Mann. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Kriegt nicht die richtige Lösung hin, verflucht.
Ich rechne aber auch nicht im Voraus, ich mache einfach drauf los. Boah, ist das zum Ausflippen hier. Ich glaube langsam, der da oben rechts ist jetzt. Er muss auf die linke Seite. Mach das jetzt nochmal so, dass die beide auf Anfang stehen. Okay. Hopp. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen ausnutzen, dass einer sich nicht bewegen kann. Jetzt habe ich mich praktisch ein bisschen eingesperrt hier. Ach, verflucht nochmal. Ja, toll. Der hat mich jetzt eingesperrt da unten. Ich habe mich eigentlich eingesperrt. Jetzt muss ich genau überlegen. Mal eins runter. Ja. So, jetzt habe ich die beide auf den rechten Linken da.
jetzt versuche. Ja, genau, so will ich das haben. Jetzt noch links. Und jetzt runter. Meine Güte, wie lange hat denn das jetzt gedauert? Gefühlte 10 Minuten jetzt? Vielleicht sogar ein paar mehr? Ich hasse dieses Rätsel. Aber okay, we did it! Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So mache dich nun bereit, tritt ein in unser Heiligtum. Nett von euch. Oh, Mann. Ah, da vorne steckt's. Okay. Ganz schönes Teil. Oh. Na endlich! Das Schwert erkennt dich als seinen Meister an. Dieses kleine Ding verfügte über die Magie, die dich gefesselt hielt. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Klumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Dieses Ding ist so gefährlich, wir sollten es gleich hier vernichten. Oder warte mal. Solange wir das Tier haben, können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Zanto. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht bei Gelegenheit verwenden würden. Sag mir ganz einfach Bescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige das dann für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit orben. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann geht das ganz einfach. Und übrigens, Link, ich hätte eine Bitte. Oh, ist sie nicht niedlich. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Er ist irgendwo in Hyrule. Weißt du, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Zanto. Okay. Also von allen Begleitern, die man in den Zelda-Games hatte, ist Midna irgendwie am meisten erträgliche. Fi und Navi, wie gesagt, die waren wach. Taya ging noch, aber sie war manchmal auch ein bisschen, ja, speziell. Ja, das ist das Wort. So, und jetzt als Mensch können wir hier dieses goldene Insekt zu uns ziehen. Schnecke männlich. Ah ja. Ja, die weibliche weiß ich noch, aber die können wir jetzt noch nicht bekommen. Ja. Okay. Portale einblenden. Ach, hier gibt es jetzt auch eine Anzeige. Wie viele Geister hier rumschwirren. Okay, das ist mal nützlich. Einer von 19. Der steht sogar da, oder? Nee.
0 von 8. Oh. Hier waren es 0 von 6, okay. Ja. Ja, wohin jetzt? Wir könnten erstmal wieder nach Hyrule zurück und uns dort den nächsten okkulten Quatsch anhören. Das ist schön. Aha. Aber jetzt irgendwie einen Button einfach nur drücken? Nö. Man muss immer wieder mit einer ansprechen, ne? Ja. Na gut. Hoppala. Ach, du schon wieder. Na, was ist? Selma, sagt dir das was? Ja. So, ab die Post. Ja. Also den Brief lese ich jetzt noch. Ich sehe gerade, die Zeit ist ja übelst vorangeschritten durch dieses dämliche Rätsel. Selma, was hast du? Dringend. Hallo Link, im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm so schnell du kannst, meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also lass sie nicht zu lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von Hyrule Stadt. Okay. Wenn du meinst. Ach, wir können auch wieder zum Ordensschwert wechseln. Böse Menschen können es nicht berühren. Nein. Okay. Gut Leute, an der Stelle mache ich einen Cut. Und ja, in der nächsten Folge kümmern wir uns um die okkulte Technik. Und da wir jetzt den Greifhaken haben, ich wechsle mal hier die Botten kurz. Da wir jetzt den Greifhaken haben, können wir jetzt auch mal die Star Challenge versuchen. Und uns vielleicht mal wieder ein Herzteil holen. Hm? Also gut, wir haben noch einiges an nebenbei zu erledigen. Nochmal in die Mine der Goronen zu gehen zum Beispiel. Ist allerhand. Also, bis zum nächsten Mal. Tata!